Vier YouTuber treten heute in einem XXL-Bingo-Battle gegeneinander an. Dabei hat jeder Teilnehmer dieselbe Bingo-Karte mit insgesamt 16 Items, die abgehakt werden müssen. Derjenige, der als allererster alle Items findet, schreit Bingo und gewinnt damit das Bingo-Battle. Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazu lassen und den Kanal kostenfrei zu abonnieren, um weiterhin seinen Content zu supporten. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare rein, wer von den vier Creatoren eurer Meinung nach das Bingo-Battle gewinnen wird. Jetzt wünsche ich aber sehr viel Spaß mit dem heutigen Video. Let's go, rein da! Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code ALBIVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Also weiß, Freunde, wir sind in Fortnite Bingo drinnen mit insgesamt vier Creatoren. Darunter bin ich einer. Magicin ist noch dabei, Maxify und Dave Knight. Ich würde sagen, wir starten rein in 3, 2, 1, queuen wir und es geht los mit Fortnite Bingo. Okay, Freunde, wir sind auf dem Weg Richtung Fortnite Battle Royale Insel bzw. Richtung Grimgate, denn ich werde mir versuchen, dort die mythische Grimgate Pump direkt zu holen, damit ich ordentlich Kills machen kann. Denn wir müssen einen epischen Sieg holen, eine Krone holen, wir müssen 7 Eliminierungen holen. Das wird hart. Dementsprechend brauche ich auf jeden Fall gute Waffen bzw. auch gute Items, damit ich hier die harten Challenges bzw. die harten Teile der Bingo Tabelle auf jeden Fall schnell abhaken kann. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit fürs Bingo. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin nicht gut in sowas, aber ich gebe mein Bestes, okay? Meine Taktik? Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Irgendwie. Slurp Truck looten. Warte mal. Der ist actually... Oh nein, der war mal hier. Wo ist der Slurp Truck jetzt hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo die Slurp Trucks sind. Hier war doch immer einer, aber das war doch die alte Season. Wo ist... Oh, nee, hinten ist einer, oder? Oh, hinten in diesem Bereich, weiß ich, da war einer oben. Den kennt ihr? Hier oben, da ist ein Slurp Truck. Boah, ich kann gar keinen... Warte mal, ich habe lange Ärmel. Das ist übel kacke zum Zocken. So, Fortnite Bingo. Ich bin mit dabei und ich habe einen sehr verrückten Plan. Ich habe hier einige Sachen auf meiner Liste, die ich, glaube ich, ziemlich schnell abhaken kann. Das ist auf jeden Fall der Sinn dieses Videos, lol. Nee, ich lande auf jeden Fall Brawlers Battleground und probiere mich von dort hoch zu looten. Ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle, wir werden sehen. Ich probiere mein Bestes. Ich will gewinnen. Okay, Freunde, jetzt fangen wir an und ich habe mir schon eine kleine Taktik überlegt. Und zwar lande ich hier unten bei dem Slurp Truck, direkt bei dem vertikalen Slurp Truck und laufe dann direkt hinter zum Jumppad und dann hier zu der Hütte. Dann habe ich quasi eigentlich schon 3 Aufgaben innerhalb von einer Minute gefühlt geschafft. Und das ist super smart. So smart wird Magicen, Maxi und Albi nicht sein, hoffentlich. Wir sind contested von einem. Wenn wir uns den direkt holen können, wäre es perfekt. So, ich habe den P. Der läuft weg. Okay, nice. Zack. Erster Kill. Wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig und richtig. So, und ich bin jetzt auch hier gedroppt. Nicht nur wegen den guten Items, sondern wir sind in der Nähe von Pleasant Piazza. Und da finden wir auch schon das Medaillon der Maschinistin. Und wir müssen ja die mythische Eier holen. Brauchen aber natürlich auch die ein oder anderen Medaillons, beziehungsweise alle Medaillons. Daher müssen wir mal gucken, ob wir die dann schnell bekommen, die Maschinistin. Ist einer drinnen? Wo ist der? Hä? Ist der hier? Okay, nice. Dann hole ich mir, glaube ich, den Grimgate-Bob direkt und dann gehe ich rüber zur Maschinistin. Okay, hier sind mehrere Steps. Ich muss weg. Der will mich fighten da hinten. Gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen. Der wird mich jetzt nerven. Oh, Bunsenbrenner. Let's go. Bunsenbrenner müssen wir abhaken. Geil, 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 geil. Also ich hoffe, dass ich irgendwie schlechte Gegner abbekomme, weil das letzte Mal, als ich Solo gespielt habe, Leute, da habt ihr nicht mal, da wusstet ihr nicht mal, dass es Fortnite gibt. So lange ist Solo bei mir her. Deswegen kann sein, dass ich hart aus Maul kriege, weil ich spiele echt nie Solo. Hier habe ich hier Benzinkanister. Ich muss auch ein paar Waffen farmen, sage ich ehrlich. Was ist denn er? Also ein Kill habe ich schon mal, ne? Sagst du, wie es ist? Das war ein Bot, aber wenn ich jetzt Bot-Gegner bekomme, dafür kann ich ja nichts. Das ist ja gut eigentlich. Also ein Kill habe ich. Ich muss jetzt gerade eh 7 Kills machen. Eigentlich ganz gut. Ah, oh, Goldbarren. Warte mal, ganz kurz. Ich habe 5000 Goldbarren, okay? Ich habe das Gold eingesammelt, ja? Ich kann es nicht einsammeln, Ivy. Das zählt aber. Goldbarren zählt. Das schreibe ich auf, das schreibe ich auf. Ich hätte ihn gehabt, ihr wisst es. Goldbarren. Wisst ihr, was mein Ziel von dem Video ist? Ich will als Erster fertig sein und ich will so laut und so oft Bingo schreien, dass die anderen glauben, die Welt geht unter. Das ist mein Ziel. Ja, Lude schon mal anfangen. Ziemlich gut. Landet noch einer, hä? Warte mal. Oh mein Gott, ich hab verkackt. Vor mir ist einer drin, links von mir ist einer. Das ist gar nicht gut hier schon wieder. Aber da wird Gold liegen. Gold wäre eine Mission nämlich. Oh. Er pusht mich ins Sand. Wann tust du das? Du bist ganz weg hier. Oh, oh. Spinnst du? Spinnst du? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das denn? Ich kenne das Item noch gar nicht. Ich muss weg hier. Ich hab die Handschuhe auch, okay. Ich hab die Handschuhe, erstes Item. Bingo von Ding, erste Karte fertig, geil. Ich kann Deutsch mehr. Okay, aber ich brauch trotzdem das Loot. Es ist voll der schlechte Start gerade bei mir. So, jetzt haben wir ganz kurz den Slurp Truck abbauen.
Alright, Leute, Slurpfrog ist gelootet. Dann haben wir erste Challenge schon mal hier abgeschlossen. Boah, es wäre smart gewesen, dass wir direkt eine Cola gefunden haben, aber leider nicht. Alright, Leute, so. Jumpet auch schon absolviert. Geil, Mann. Das Ding ist, bin ich mir überlegen, ob es schlau ist, direkt für eine krasse Challenge zu gehen. Und zwar für die mythische AR. Ja, hier ist auch jemand. Oh, warte mal. Oh Gott. So. Brauchen wir auch einen Bunsenbrenner? Ja doch, lol, Bunsenbrenner haben wir auch schon gefunden. Ja, geil. Richtig nice. Wir haben schon 3 Challenges abgeschlossen. Das ist schon mal richtig smart. Ich würde sagen, Leute, wir packen mal ein Auto an und fahren schon mal los. Muss den mal noch kurz mal abhaken, die ganzen Challenges. Okay, zack, unser dritter Kill. Okay, okay, warum hier sind sie jetzt hier so viele? Noch einer. Ey, mein Gott, warum sind hier so viele? Ach, das ist der Bot. Okay, stark. Okay, wir haben bisher nicht so viele Items tatsächlich jetzt im Laufe der Zeit gesammelt, aber wir haben dafür jetzt schon 5 Kills. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Die würden wir im Laufe der Runden sowieso wahrscheinlich machen, aber ja, haben oder nicht haben, ne? Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Maschinistin, denn jetzt habe ich den Stuff dafür. Wir gehen direkt rüber. Die harten Items, das wird das, was echt griefen wird. Alright, 2 haben wir. Sehr geil, guck mal, Goldbach sitzt hier überall. Benzinkanister. Oh, es wird gar nicht so einfach sein, die zu finden. Aber hier irgendwo könnte... Ah, Tankstelle, oder Leute? Tankstelle ist, glaube ich, ein Ort. Da müsste man früh hingehen, ne? Ich sag hier nicht zu viel. Oh, Cola! Cola, Leute. Cola nehmen wir mit. Bunsenbrenner, mythische Diege. Ich weiß gar nicht, wo man die meisten Sachen herbekommt. Den einzigen Modus, den ich in letzter Zeit spiele, ist halt OG Reload, Leute. 2 Sachen habe ich erst. Ich würde gerne wissen, wie viel die anderen haben. Und ich glaube actually, dass ich eine Bot-Lobby abbekommen habe. Ich glaube, ich habe Bots. Aber das ist trotzdem okay. Weil Kills sind Kills, oder? Aber ich habe einen Plan. Bam. Bam. Und wir gehen erstmal weg hier. Zack. Ich habe gerade eben noch was gesehen hier oben. Oder mir ist Set da drin. Ich will aber ganz kurz hier hoch noch als erstes, weil hier liegt nämlich Gold. Zack. Sehr gut. 2. Mission haben wir fertig. Hier drin ist der. Nee, der ist nervig. Ich geh weg von dem. Ich will den gar nicht fighten. Ich bin weg. So, wir haben 2 Sachen. Was muss ich als nächstes? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, hä? Hör auf mich zu schießen. Hier ist nichts. Wir brauchen ein neues Auto auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haken einfach mal die ganz einfachen Dinge ab. Ich fahre jetzt in die Wüste ran und ich schnapp mir jetzt mal richtig einfach alles, was ich so finde. So, als nächstes will ich eigentlich den Slapjack hier vorne looten, ne? Wenn der noch da ist, das wäre richtig geil, weil das ist dieser vertikale Slapjack. Okay, da läuft gerade jemand hin. Kollege, das ist mein Slapjack, okay? Kannst du bitte weggehen hier? Yo. Okay, sorry, nur du dribbelst mein Auto. So, ich brauche einmal ganz kurz den Slapjack hier. Ich brauche sowieso auch Blue Light, das ist perfekt. Sehr gut, Slapjack haben wir. Easy, nächste Sache. Ich würde sagen, wir fahren dann jetzt... Oh, warte mal, nee, mir fällt gerade noch was anderes ein. Wir können hier einmal ganz kurz das Jumppad benutzen, ne? Dann haben wir das nächste. Und whoppa. Sehr gut, Jumppad haben wir. So, dann würde ich sagen, als nächstes fahren wir zu der Tankstelle nach oben. Und ich probiere den Bunsenbrenner zu organisieren. Den sollte ich auch eigentlich ziemlich schnell finden, ne? Würde mich jetzt wundern, wenn ich den nicht finde. Oh mein Gott, Leute, das Ding ist, bekomme ich jetzt irgendwie die mythische AR? Hier ist halt noch ein Gegner, das nervt komplett. Let's go, nice. Nice, nice, nice. Brauche ich aber ganz, ganz dringend das mythische Sturmgewehr. Nein, 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 nein. 1 AP, ich habe 1 AP. 1 AP. Bitte nicht. Pusht er mich jetzt? Und ich riskiere einfach. Okay, nice. So, muss ich einfach mal ganz dringend abhauen hier. Oh mein Gott, Junge. 2 HP. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Das Ding ist, du brauchst eine Cola. Gibt es denn NPC, der eine Cola verkauft? Das wäre richtig smart. Der verkauft Bunsenbrenner. Der verkauft Cola. Ich muss dir weg, Chat. Oh mein Gott, er trifft mich sogar. Vielleicht finden wir hier noch direkt bei dem der Tankstelle hier einen Benzinkanister. Das wäre ganz geil. Boah, ich muss auch echt aufpassen, Gegner mit dem Maschinisten-Skin zu sehen. Das wird auch natürlich jetzt gar nicht so leicht, wenn man die ganze Zeit im Fight ist. Dass man das vergisst man einfach irgendwann. Ich glaube, wir haben aber keinen Skin eliminiert jetzt bisher. Also kein Spieler eliminiert, der den Maschinisten-Skin trägt. So, hier ist die Maschinistin als Bot. Oh mein Gott, die machen so viel Damage.
Okay, stark. Schnell das Healing-Medaillon nehmen. Zack, dann DR und wir haben es abgehabt. Sehr gut. Wichtig, 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 wichtig. Ich gebe für die Kills erstmal. Ich habe einfach gar keinen Aim. Wer hat den Sniper? Ah, ja, aber Sniper ist geil. Sniper brauche ich, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich weiß gar nicht, ob er 7 Kills in einer Runde meint, aber ich glaube schon. Meine, ich hab halt keine gute Taktik, keine Route oder so. Das ist halt ein bisschen kacke. Ich hab jetzt zwei Sachen. Okay, mythische Deagle, Lasergun. Ich weiß echt nicht, wo man die herbekommt. Sag ich ehrlich, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, wo die ganzen Sachen sind. Ich habe dafür zu wenig gespielt in letzter Zeit. Oh mein Gott, das ist der Bot. Der Bot? Das ist der Bot, ne? Das ist der Bot, den ich höre. Hat mir jetzt nichts gebracht. Habe ich eine Krone eigentlich? Ne, ich habe. Doch, ich habe eine Krone. Und warte mal, was ist das hier? Ich hab die Fäuste. Oh, ich habe die Magnetofäuste. Warte mal ganz kurz, Leute. Komm her zu mir. Wo bist du? Oh. Hä? Bist du Gegner? Hä? Warte mal. Ist jetzt noch einer? Hä? Ich habe gar nichts verstanden. Wer ist er? Sehr gut, Kill Nummer 3. Wichtig, okay. So, das haben wir alles. Jetzt brauche ich unbedingt einen Bunsenbrenner. Oh ja, und da haben wir ihn. Easy. Bunsenbrenner haben wir. So, jetzt wäre noch ein Benzinkanister auch noch geil. Dann hätten wir das nächste auch noch. Oh, warte mal. Mythische Chest. Let's go. Haben wir auch. Ey, wir machen gerade so Fortschritte hier. So, wenn jetzt noch ein Benzinkanister wäre, das wäre nochmal das Beste vom Besten. Ey, du willst mir gerade sagen, hier ist eine Tankstelle, aber hier ist kein Benzinkanister. Das finde ich ein bisschen weird, wenn ich ganz ehrlich bin. Kein Kanister, das heißt, wir fahren aber weiter. Und ich fahre zu einer Tankstelle oder so und hole mir dort was. Geil, ey, wir machen gerade voll Profit. Benzinkanister. Und Check aufgesammelt. Let's go, Leute. Nice, Mann. Oh, er ist wirklich nervig, der Typ, ne? Er ist real talk nervig. Jetzt würde ich sagen, fahren wir direkt mal zur Cola. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, ich bin sehr gut mit dabei. Okay, Leute, wo ist hier der Typ? Wo ist der NPC? Komm mal her, bitte. Hier steht er. Oh, lol. Der verkauft beides. Der verkauft einmal Laser Gun und eine Cola. Das ist ein Checkpot, Leute. Zwei mit einer Klappe. Das ist so smart. Oh mein Gott. Hier oben bei der Tankstelle muss ein Kanister sein. Oh, wir haben auch einen Gegner hier. Den nehmen wir auch kurz mit. Wer hier? Sehr gut. Easy. Komm, komm, komm. Ist hier ein Kanister irgendwo? Hä? Oh, hier. Okay. Benzinkanister abgeschlossen. Und dann kommt ein Gegner vorne. Hier hinten ist noch ein Gegner. Warte mal, das ist Albi. Nein, ich bin AP. Ich muss raus. Ich bin AP. Wie ist das Albi in der Runde? Wie ist das Albi in der Runde hier? Wo ist der Kollege hin? Ich sehe ihn nicht. Wir sind mal weggekommen, alles gut. Safe. Albi ist da vorne. Ich habe meine Treppe nicht gebeint, ich kann nicht bauen. Hä? Okay. Oh mein Gott, ich habe meine Treppe nicht gebeint, ich hab meine Settings falsch. Ich mach das zu Albi. Hier, nimm den hier. Leute, was macht der da? Was macht der jetzt für Sachen? Hä, hey, was ist das für ein Kack-Item, was ich da hab? Macht ja gar keinen Damage. Warte mal, ich muss ganz kurz... Ich hab das falsch gebeilt. Ich hab meine Treppe nicht. So, ich bin wieder back. Ich schnapp mein Auto und wir gehen weiter. Ich muss andere Sachen suchen. Ja, diese Magneto-Handschuhe, die brauche ich auch noch. Ich brauch den. Obwohl schon smart... Warte mal, Albi pusht mich. Ich brauch die Münze von ihm, die Münze. Mann, der ist nicht schlecht. Okay, hi haben wir. Easy. Easy, hi. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich sehe dich da vorne, Albi. Oh mein Gott, Hunas! Ja, let's go! Sag mal, war das Magic? Kann das sein? Oh mein Gott, ich bin gestorben. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Albi, danke für die Münze und für die AR. Oh mein Gott. Ja, geil. Let's go. Oh, ist das kacke. Oh mein Gott. Oh nee. Er hat die Lasergun. Ich muss safe spielen, Leute. Ich muss ganz kurz safe spielen. Ich brauche halt 3 Kills, dann habe ich schon was. So. Okay, wir leben noch. Alles gut. Wir haben immer noch den Bunsenbrenner oder so gefunden. Aber der hatte dieses Lasergun. Die brauchen wir eigentlich. Also den zu töten wäre eigentlich strong. Und ich glaube auch nicht, dass... Warte mal. Jumphead benutzen ist auch eins. Oh, da ist der Typ wieder. Jetzt ist die Frage, sollen wir für die Medaillen gehen? Weil das Ding ist, die Waffenbunker würden auch gleich aufgehen. Und ich brauche unbedingt einen Goldbahn. Oh, hier ist ein Gegner. Alter, haut ab. Oh, der hat die Magnetokräfte. Und der hat Handschuhe. Ich will auch Handschuhe haben. Oh mein Gott! Der campt an der Ecke. Ach du Kacke. Oh mein Gott, er sitzt an der Ecke. Hier liegen Handschuhe. Ich muss diese Lasergun auch hier lassen, die bringt mir nichts. Warte, hier vorne ist ein Waffenbunker. Ich würde sagen, Leute, wir gehen da rein, damit wir uns eine Goldbahn finden können. Weil ich denke mal, die Goldbahn, die wir aus der Kiste oder so ziehen, zählen. Ich glaube, das muss wirklich so ein fester Goldbahn sein.
die man abbauen kann quasi. Doch, hier campt jemand, oder? Der sitzt oben. Ich muss kurz einen Goldbahn abbauen. Na gut, der campt hier irgendwo. Der sitzt neben dem Bunker. Ach du heilige Kacke. Junge, was ein Typ. Okay, Leute, wir haben Goldbahn auch abgebaut. Als nächstes brauche ich entweder eine Krone oder eine Cola, wäre perfekt. Die Frage ist, ist es wahrscheinlich eine Kohle vom Gegner zu bekommen oder durchs Looten? Haben wir vorhin auf jeden Fall einen schon mal? Oh mein Gott, der ist 1 HP. Komm her, du bist 1 HP, mein Bester. Du bist so 1 HP. Noch nie war jemand so 1 HP. Komm her. Zack, Treppe ist drin. Komm mal, Crack. Komm her. Bitte, komm einfach her, lass einfach los. Lass einfach los, komm runter da. Ich brauch den Kill von dem. Er ist 1 HP! Er macht C4! Den bringe ich jetzt gar nicht selber um. Oh mein Gott, danke. Oh, okay. Nächster Gegner kommt, ich muss aufpassen. Ich glaube, der ist nicht schlecht, der Typ. Oh mein Gott. Okay, wir machen uns beide sehr viel Damage. Gar nicht gut. Der hat den Bogen. Oh mein Gott, der hat 2 Münzen. Ich muss aufpassen vor dem. Er will weiter nerven wahrscheinlich. Okay. Wisst ihr was? Ich muss auf frei hoch. Ich komme nicht raus, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das ist unlucky alles. Ist der oben oder unten? Ich check's gerade nicht. Er ist über mir, okay. Wir müssen ganz kurz mal raus hier. Du bist ein bisschen durchgezogen. Ich habe ja keine Handschuhe, ist mein Problem. Ich muss auf High hoch. Okay, wir sind auf High oben. Richtig. Easy, ihr wird Handschuhe machen jetzt. Oh mein Gott, der ist crazy. Der ist nicht schlecht. Ich bin tot! Bruder! Raus, 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 raus. Mann, Bruder, was ist das denn? Oh mein Gott, ich werd weggekickt. Ich hätte auf die Handschuhe switchen müssen. Ich glaube, mit denen kriegt man keinen Volldamage. Ich wusste es nicht. Oh mein Gott. Okay, wir droppen jetzt bei Redline Rig, denn dort ist das Medaillon der Maschinistin. Wir haben zwar tatsächlich schon die mythische abgehakt, aber die ganzen anderen Items, die können wir im Laufe der Runde holen. In der Nähe hier ist auch ein Slurp Truck, das weiß ich. Vielleicht lande ich sogar auf dem Slurp Truck einfach direkt drauf. Der sollte irgendwo hier sein. Ist das der hier, glaube ich? Da landen wir, gehen dann zu Redline Rig, holen uns das in das Medaillon und dann sollte es uns eigentlich gut gehen. Oh Mann, das war gerade gar nicht gut, dass ich gegen Magic gestorben bin. Er hat halt den Highground gehabt und ich habe einfach mit der AR nicht gut gepiekt scheinbar. Falls es Magic gewesen sein sollte. Also ich gehe aber davon aus. Slurpchuck, zack, Slurpchuck ist weg. Sehr gut, den haben wir abgehakt. Wichtig. Okay, Mann, die 7 Kills, die hätten wir auch machen müssen, ne? Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Egal, wir müssen einfach in der Runde jetzt richtig rasieren. Okay, der war los hier. Okay, ich weiß nicht, wie sehr contested der Spot ist. Oh mein Gott. Ja, das sind die Magnetohandschuhe. Wichtig, wichtig, wir haben sie. Wichtig, wichtig, wichtig. Magnetohandschuhe abhaken. Let's go. Stark. Zack, einmal Inventar gehabt. Und let's go. Geil. Ah, es ging auch so gut. Hab ihn. Lasergun haben wir auch, Leute. Sehr geil. Lasergun haben wir auch. Kann ich schon mal einmal notieren, ne? Ach nö. Ich muss jetzt. Ich brauche nur 2 Kills. Warum gegen so einen Gegner spielen? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Der Bre meint's ernst. Der Bre meint's ernst. What the fuck? Alright. Ich zieh mich kurz ein bisschen zurück. Oh mein Gott. Baby. You got fucking smackadaroonies. What the hell? Bro, der hört auf mit Spielen. Der hört auf mit Gaming. Holy shit. Wir brauchen jetzt noch einmal die Magnetokräfte. Ich weiß nicht genau, wo wir die finden. Oh, das ist sogar der mit beiden Medaillen, Chat. Okay, ich habe mir schon mal eigentlich ganz gut Schaden gemacht. Habe mir schon mal ein bisschen Damage gegeben. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe auf die Insel für die Deagle. Ich glaube, Real Talk, die einzigen 2 Challenges, die wir nicht machen können, oder die super schwer werden zu machen, ist alle Medaillen zu haben und einen Win zu holen. Weil das Ding ist, Bro, ich bin im Bauen einfach kein Schwitzer. Ich habe Metz. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal Metz gefarmt in der Runde. Lass mich. Ey, jetzt fährt er mir hinterher. Wieso muss sich jeder immer direkt pushen und so? Was ist denn das? Ey, bitte
dreh doch einfach um. Mir ist gerade was richtig Starkes eingefallen. Ich kann auf der Startlobby schon nach dem Maschinisten-Skin Ausschau halten. Der muss irgendwo sein. Ich sag, das zählt. Es ist eine Lobby hier drin. Ich kann schon mal schauen, ob es überhaupt einen gibt in der Lobby. Aber vielleicht habe ich ja Pech und hier ist nicht mal jemand drin. Der muss ja nicht hier drin sein. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, diesen Level 1er Battle Pass-Skin zu finden. Guck mal, ist nicht mal einer. Der ist, glaube ich, echt sehr. Oh mein Gott. Okay, wir haben den Maschinisten-Skin hier, aber der ist in einer anderen Variante. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich mach's sogar nochmal für einen doppelten Safe-Heights-Grad, damit, falls das jetzt vor dem Game ist und nicht zählt. Ich scoute jetzt, wo diese Kollege rausspringt und ich springe ihm hinterher und dann sehe ich ihn ja. Warte mal. Das ist er, glaube ich, gewesen. Ist er das? Da fliegt ein Grüner vor mir. Das muss eigentlich sein. Komm, bleib noch einmal ganz geschwind. Ich will dich hundertprozentig haben. Und let's go, das ist er. Okay, so smart gemacht. Wichtig. Wir haben den Maschinisten-Skin abgehakt. Geil. Wir brauchen jetzt eine Krone, 7 Kills, Cola, epischen Sieg. Okay, alle Sachen, die ich jetzt noch brauche, dafür muss ich ins Lake Room kommen und eigentlich die Runde gewinnen. Deswegen muss ich jetzt erstmal safe hochlooten und safe spielen. Und darf am besten Fall nicht sterben. Das ist der Plan. Sollten wir hinbekommen. Man lootet jetzt hier nicht so gut, sage ich ganz ehrlich, aber können wir weiterfahren. Okay. Oh, okay. Let's go. Wir haben jetzt das eine Medaillon. Wir müssen uns jetzt direkt das zweite holen. Das war Brutal Beachhead. Wir fahren direkt rüber. Okay, wir brauchen auch sowas wie ein Benzinkanister. Da müssen wir auch irgendwie auf dem Weg machen. Wir müssen so Aufgaben, so ein paar Sidequest-Bingo-Karten auch mal auf dem Weg irgendwie abhaken. Denn es gibt wirklich Sachen, die relativ einfach sind. Aber ich fokus mich natürlich auf die schwierigsten gerade. Aber ich bin gerade ein bisschen überfordert. Das ist ein bisschen nervig, dass ich jetzt in der ersten Runde down gegangen bin. Ich sag's euch ganz im Ernst. Hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber niemals aufgeben, meine lieben Freunde. Niemals aufgeben. Wir schaffen das. Vorne fährt er in meinem Auto. Okay, zack, kill. Einfach mit seinem Auto weg. Und wir gehen zu Brutal Beachhead. Mein Gott, wie nervig. Ja, dead. Wow. Okay, 3 Kills. Warum muss denn der mir herfahren? Warum muss denn der mir herfahren? Absoluter Schwitzer hinter mir. Bro, die spielen Duo. Das ist natürlich kacke. Ist das Duo? Nee, der spielt mit dem Bot, ne? Das ist natürlich überarscht, sage ich ehrlich. So, ich muss hier weg, Leute. Das ist denn ernst? Der verwirrt mich immer noch, ne? Ich muss nur einen Kill machen. Ein Kill. Ein Bot oder so wäre so strong. Ich weiß nicht, ob es so smart ist, sich gerade darauf zu fokussieren, aber dann habe ich das schon mal fertig. Da kann ich nämlich weiter suchen nach anderen Sachen. Magnethandschuhe, ich habe die noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Krone wird halt immer kleiner, ne? Es leben auch nicht mehr so viele Leute. Das heißt, ein Kill immer ist gar nicht so einfach. Okay, jetzt nochmal ganz schnell die Insel einnehmen. Und dann geht's ab. Dann haben wir schon fast alle Aufgaben abgeschlossen. Wir brauchen noch 3 Kills, dass wir die 7 Kills bekommen. So, einmal die Flagge einnehmen. Habe ich eine OP-Chest schon gelootet? Das ist so eine Silberkiste? Weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich brauche mir mal ein schönes Dach, schönes Haus. So. Okay, wo ist die mythische Diegel? Hier ist sie. Die mythische Diegel. Ich glaube, wir spielen die sogar. Ich glaube, die sind bauen echt krass. Oh Leute, das Ding, ich bin mir unsicher, ob ich eine mythische Kiste schon gelootet hatte. Ich bin am überlegen, ob ich einfach nochmal in den Waffenbunker gehen soll. Weiß nicht, ob der Waffenbunker hier offen ist zum Beispiel. Ah ne, die werden ja auf der Karte angezeigt. Hier ist kein Waffenbunker mehr offen. Okay, ich kann keine mythische Kiste also darin looten. Und es leben auch nur noch 6 Gegner. Ich brauche von den 6 Leuten noch 3 Kills mindestens. Also jetzt langsam werden die Challenges auf jeden Fall echt schwer. Aber mir geht nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Challenges gehen wir noch ab. Warte mal, hier oben ist ein Gegner gescannt. Wollen wir mal ganz kurz hin. Ich habe zwar nur eine Shotgun, aber das sollte reichen eigentlich. Hallo, hier war gerade jemand. Wo bist du? Alle läuft da unten weg. Oh, Moinsen. Wer bist denn du? Du hast die Laserwaffe für mich. Ja, let's go. Wie random, aber cool. Let's go. Nächste Aufgabe geschafft. Wir haben die Laser an. Hey, wer schießt da? Warte mal, da kommt gepusht. Spinnst du ein bisschen? Geh mal weg hier. Ey, der pusht mich komplett. Okay, ich crack ihn, sehr gut. Alles weg. Nee, nicht weglaufen. Du bleibst schon bei mir hier. Obwohl, er wird safe Auto finden da vorne, oder? Er ist da vorne im Busch reingelaufen, ich hab's genau gesehen. Nein, er ist 1 AP. Komm. Nee. Du läufst mir nicht weg mit 99 weit. Du kommst jetzt sofort her hier. Ich brauch den Kill. Haut sich da oben ein. Nee. Auch ohne Einbauen haben wir eigentlich gesagt, ne? Darf ich da mal durchfahren bei dir? Bist du hier noch? Es sind noch. Oh mein Gott. Er gibt mir noch eine fette Bombe. Oh. Okay, es hätte auch schief gehen können. Aber wichtig, wir leben. Das ist das Wichtigste. Und ich sehe gerade auf der Map. Neben mir ist eine Münze direkt. Ich muss mir die Insel holen. Ich brauche alle 3 Münzen. Okay, nächster Kill. Wir sind schon wieder bei 4 Kills. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Nice. Nächstes Medaillon.
Auf geht's Richtung Nitrodrome. Wir müssen auch vielleicht auf dem Weg dann irgendwann zu einem Tresor wegen den Goldbarren und der blauen Chest. Aber wir sind gar nicht so schlecht dabei, glaube ich. Also, es geht. Oh, warte mal, eine Cola. Ist eine Cola? Geil. Zack, einmal aufsammeln. Ich glaube, ich nehme die sogar mit. Zack, Cola abgehakt. Wichtig. Stark. Die steppt einer, aber ich weiß nicht wo. Ah, da. Oh mein Gott! Nein. Man kann hier kaum was bauen, ne? Das ist so nervig. Okay, ich nehme mich kurz. Wo ist der hin? Ah, hier. Nein, das gibt's nicht. Der kriegt mich. Der wird mich kriegen. Mann, ich brauche unbedingt das Medaillon. Let's go. Aber das ist nicht der Typ mit dem Medaillon. Der fährt mit dem Auto weg. Nein, das gibt's nicht. Bro, ich brauch dich, bitte. Der läuft weg, das gibt es nicht. Oh, das ist nicht gut. Okay, dann gehen wir zum Tresor. Ich glaube, ich bin gerade nicht so gut in der Challenge. Ich habe insgesamt 6 Sachen. 6 von 16. Chat, Alter, und eine Runde ist fast rum. Ich glaube, ich bin nicht so gut dabei wie die anderen. Ich muss halt auch noch einen Win holen, wisst ihr? Warum ist nirgendwo der Bunsenbrenner? Ja, es leben immer weniger. Es leben immer und immer weniger. Bunsenbrenner? Niemand hat den. Ich krieg diesen Bunsenbrenner einfach nicht, Leute. Ich weiß nicht, wo ich ihn finde. Was ist denn los, Großer, hä? Schießt dein Auto einfach kaputt? Vom Berg hier oben. Da ist der andere mit dem Auto. 275. Ist das deren Taktik irgendwie in dem Modus? Oh mein... Was haben wir da? Oh, alle Medaillen. Ich hab alle. Ich hab alle Medaillen, ne? Es gibt nur 3, oder? Und ich hab 7 Kills. Wieso spielt er mit dieser Harpune? Was ist das denn jetzt für eine Meta? Ich stehe immer noch auf dem Berg. Deswegen ist er noch beide Medaillen. Eigentlich muss ich ihn pushen, aber ich will für den Hit gehen. Let's go! Erste One-Shot, bitte nicht. Jawohl! Okay, ich habe alle Medaillen. So, mythische Pumpgun noch. Haben wir die mythischen Handschuhe. Und eine Krone. Checkpoint, Leute. Checkpoint. Jetzt will ich noch für die 7 Kills gehen. Und man muss irgendwie probieren, mit dem Auto den Typen wegzunieten. Das wäre richtig gut. Wo ist denn der? Der ist hier vorne jetzt schon. Oh mein Gott. Ich muss mein Auto upgraden. Oh, ich sehe ihn sogar vorne. Er ist in einem Baum. Hallo? Hä? Hä, was mache ich hier? Oder was passiert hier? Er läuft nicht weg, oder? Nein, er fährt weg. Er darf nicht wegfahren. Bleib hier bitte bei mir. Ich muss ins Auto rein. Ich muss hinterherfahren. Er schießt. Das ist gut. Aber da rein bei dir? So. Oh mein Gott, hä? Wie ist er im Geschütz drauf? Warte mal, ich hab ein Problem. Hä, das ist verbuggt. Guck mal, ich dachte, das Geschütz ist eingefahren. Das ist ein Anzeigebug. Man sieht ja, dass er im Geschütz drin ist. Ja, perfekt, GGs. Ich darf nicht sterben. Was mache ich? Okay, wir müssen kurz einen neuen Trick machen. Ich muss ihn von der Klippe runterschießen und oben aussteigen. Habe ich genug Metz? Ja, ich habe genug Metz. Ich muss ihn runterknallen und dann muss ich mich healen erstmal. Und jetzt aussteigen. Geh weg von dir. Ich muss mich healen. Oh mein Gott, ich sterbe einfach gefühlt an einem Bug. Was soll das? Er macht das Auto kaputt. Ja, perfekt. Er macht das Auto kaputt und Grief weg. Na, Digga, was? Das sind die besten Spiele in der Lobby hier. Gegen was spiele ich hier? Die sind crazy alle. Wir gehen zum Tresor und farmen da die anderen Items ab. Die müssen wir so oder so auch holen. Das Medaillon werden wir früher oder später irgendwann bekommen müssen. Ist halt einfach so. Aber dann können wir wenigstens noch ein paar andere Aufgaben abfarmen. Das ist, glaube ich, auch nicht so ein schlechter Plan, Freunde. Das gibt es nicht. Wow, also ich choke gerade. Ich choke, ich spiele gerade heute überhaupt nicht gut. Ich spiele gar nicht gut heute. Das ist nicht gut. Ich spiele ja safe hier. Safe auf Campen und wir holen den Win.
wo snipt der denn? Halt schwer, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich kann das nicht mehr. Der weiß ja genau, wo ich bin. Ich habe alle Medaillons. Ivy würde ihn mir wahrscheinlich jetzt komplett shitten. Magicken auch. Das ist der Sieg. Ich guck kurz an Loot an, vielleicht finde ich da irgendwas so Besonderes. Nee, nee. Okay, erster Win. Junge, ey, Bruder Diegel ist, glaube ich, OP-Waffe. Die Sonne blendet mich. Komm jetzt bitte. Lass sie mich hier runterholen, bitte. Mein Gott, verdammt. Ich muss aber eigentlich für den Kill gehen, er hat 100 Leben nur noch. Aber ich habe auch nur 160 Leben. Let's go. Okay, wir brauchen noch einen Kill, dann haben wir die 7 Kills voll. Ey, er und sein Superauto, ne? Let's go, Chat. 7 Kills. Die Runde läuft eigentlich fast zu perfekt, sag ich. Also ganz ehrlich, ich habe ein Problem. Ich muss weg hier. Ich muss ganz dringend weg hier. Die haben alle den besten Loot und haben irgendwie Confident oder so. Weiß ich nicht. Eine Cola! Oh mein Gott, eine Cola. Let's go, die brauche ich noch. Oh, ich werde mit Stein abgeschmissen. Sehr gut. Oh mein Gott, das ist der Typ mit der Münze, ne? Jungs, was wollt ihr denn alle von mir? Crack! Nein, das ist NAP. Ich muss nachladen. Ich muss hinterher. Erst Track, ich muss hinterher. Ich muss so in. Nein. Ich hab mit dem anderen abgeschossen. Ja, der andere kann ihn auch abschießen. Wenn du ihn tötest, ist auch in Ordnung. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Ich muss da hoch. Meine Pump ist nicht nachgeladen. Alle auf Deck. Bleib hier. Crack. Richtig. Komm her hier. 30 Volt. Ja, let's go! Gib mir die Münze. Sofort her damit. Erste haben wir. Und nächsten Kill haben wir auch. Und dann kommen die Gegner. Wir müssen weg hier kurz. Kollege, jetzt bist du da unten dran. Das kann nicht sein. Geh weg von mir, bitte. Er läuft hinter vorne. Er ist aber low. Ich muss eigentlich hinterher gehen. Richtig? Er läuft einfach durch. Hä? Was spiele ich hier? Geh down, bitte. Geh einfach down. Geh einfach down. Let's go. Oh mein Gott, sind das nervige, verschwitzte Gegner. Ich muss die Münzen im Early Game holen, wenn die vielleicht noch am Fighten sind, damit ich die ein bisschen griefen kann. Das wäre ideal. Okay, die Münzen sind auf zwei Gegner aufgeteilt. Das kann, glaube ich, sogar ein Vorteil für mich sein. Oh, warte mal. Fighten die da vorne? Das sind, glaube ich, die Münzengegner. Warte mal. Jungs. Ich mach mit. Okay, warte mal. Die fahren alle weg. Ich muss einmal kurz durchhalten. Moin. Okay, einer läuft weg. Einer läuft weg und einer läuft hinterher. Ich fahr auch hinterher. Crack! Einer spawnet. Wo ist der? Der ist hier drin. Let's go! Nächsten haben wir. Nächste Münze. Geil! Okay, wir haben somit die Nitro-Münze. Muss mal ganz kurz auf hoch. Auf high hier. Sehr gut. Oh mein Gott. Okay. Easy. Der Typ über mir ist gut. Ich glaube, es ist aber kein Münzengegner. Ja, er ist vielleicht gut, aber ich bin besser. Oh mein Gott, er geht weg. Komm raus da. Nice, 1 AP. Er ist so doll 1 AP, bitte. Das kann nicht sein heute. Ich werde so hinterher fahren. Obwohl, er kann eigentlich wegkommen. Ich gehe mal die Münze fighten. Das passt schon. Ich weiß nicht, was heute da los ist, aber wir droppen jetzt bei Reckless Railways. Wir holen uns dort Gold und dann schon mal den Benzinkanister von der Tankstelle hier unten. Freunde, ich hoffe wirklich, dass ich nicht schlecht dabei bin, weil das ist echt eine Katastrophe, dass ich jetzt in der Runde 1 down gehe und Runde 2 auch. Das darf nicht passieren. Also wenn ich dieses Battle gewinnen will, das darf überhaupt nicht passieren. Jetzt bin ich auch noch contested hier auf einer Tankstelle, was geht denn jetzt ab? Okay, dann kann ich mir aber direkt holen, dann habe ich den ersten Kill. Okay.
So, alright, warte, wo ist ein Benzinkanister? Zack, hier ist ein Benzinkanister, zack, dann haben wir das schon mal abgehakt, wichtig. So, und die Goldbarren, die hole ich mir von dem ehemaligen Tresor bei Reckless Railways unten im Keller. Da kann man so Goldbarren abbauen. Wir brauchen ja nur einen Goldbarren, dementsprechend hole ich mir den ganz kurz. Dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Dann machen wir hier gerade vielleicht ein bisschen einfachere Challenges, aber die müssen so oder so auch abgehakt werden, bevor man Bingo schreien darf. Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir die Runde gewinnen, damit wir alles in dieser Runde jetzt schaffen. Denn sonst, ja, sonst schaut es nicht gut aus, Freunde. Sage ich euch ganz im Ernst. Ich glaube nicht, dass ich sonst gut dabei bin. Ah, die Krone, die droppe ich erstmal wieder hier. Upa. Okay, einen Win haben wir schon mal. Wir haben echt viel schon geholt in der ersten Runde. Jetzt fehlt natürlich noch ein paar andere Sachen. Wie zum Beispiel der Slurptrap. Der war, glaube ich, immer hier einer. Da bin ich mir so sicher. Damals war ja hier in diesem Bereich einer. Actually, ich weiß gar nicht. Der ist hier jetzt nicht hier. Da, aber hier war doch immer einer, oder nicht? Bro, hä? Da ist er. Bro, ich dachte schon, ich bin blind. Ich gehe direkt dafür. Alright, können wir den von der Liste streichen? Wäre mir egal, wenn er für Loot hier gegangen wäre und mich gekillt hätte. Übrigens habe ich trotzdem ein paar Sachen schon mal. Lasergun? Wow. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Bunsenbrenner. Erstmal kann ich von der Liste streichen. Die Nummer 12, die kann ich jetzt wegmachen. Zack. Bunsenbrenner und so. Wo kriege ich denn den Rest her? Warum kann ich mal was anderes bekommen als DMR? Gott, hallo? Bin Aim? Letzter Gegner noch. Ich muss jetzt den Epischen holen. Wo ist der letzte Gegner? Aber wo ist der? Ah, hier ist der. Oh mein Gott. Let's go. Okay, Leute, wir gehen ganz schnell raus. Epischen Sieg geholt. Sehr geil, wichtig. Jetzt brauchen wir noch Magneto-Handschuhe, OP-Kiste und einen Gegner mit dem Maschinisten-Skin. Komm, Männer, ich bin auch mal da. Gibt's denn eine Münze für mich oder was? Hast du die Münze? Er ist wieder weg. Er hat die Münze, glaube ich, ja. Er hat sie. Er muss sie haben. Crack, bitte. Gib mir die letzte Münze. Ich brauche nur noch deine. Bitte. Das kann nicht sein. Geh einfach down. Das ist Crack. Nein. Oh mein Gott, ich zitter. Okay, wir machen kurz ruhig. Ja, er hat die Münze, er hat die Münze. Kommt noch ein Gegner, es kommt noch ein Gegner dazu. Ich muss hier rüber. Ich hab's zerteamt. Hab ihn, ich brauch die Münze, gib mir die Münze noch. Du kannst mir nicht töten, ich will nur die Münze haben, okay? Hab die Münze, let's go, ich hab alle drei Münzen. Da liegt eine Krone, ich brauch die Krone. Warte. Der ist im Volldamage gestorben, ja, let's go, ich hab so Glück. Krone, let's go. Wir haben die nächste. Oh mein Gott, wir machen gerade so Progress. So, ich muss weiter. Ich muss jetzt zur Insel. Die Insel spawnt jetzt und ich muss unbedingt zur Insel jetzt. Ganz, ganz schnell. Und die spawnt sogar bei mir hier. Wir können wirklich sonst alles in dieser Runde schaffen. Das ist natürlich jetzt auch gut. Tatsächlich jetzt Glück im Unglück, dass wir gestorben sind, weil alles ist jetzt machbar in dieser einzelnen Runde. So, zack, Goldbarren haben wir dabei. Haben wir aufgesammelt? Mach lieber so, zack. Jetzt haben wir sie. Sehr gut. Überlege ich, was machen wir als nächstes? Wir müssen halt wieder für die Medaillons gehen. Es hilft halt nichts. Alles andere ist halt quatschig. Wir haben alle Items, so die man so sammeln muss, farmen muss, die haben wir alle schon. Das Einzige, was ich jetzt daraus gelernt habe, ist, ich werde auf gar keinen Fall, also wirklich auf gar keinen Fall, die Combat spielen. Oh mein Gott, warte mal, wir sind in der Nähe vom Blue Beachhead Medaillon. Toll, den können wir uns kurz holen. Kills brauche ich nicht. Ich brauche keine Kills. Deswegen jetzt einfach konzentrieren auf die anderen Sachen. Das kriege ich hin, Leute. Das kriege ich hin. Also nochmal sicherheitshalber hier. Goldbarren eingesammelt, obwohl ich schon hatte, damit keiner was sagen kann. Okay, bei Tankstellen findet man eigentlich immer Benzinkanister und so, oder nicht, und Bunsenbrenner. Aber wenn hier ist jemand gelandet, ne? Okay, der war auch ein bisschen lost. Bro, was sind das für Gegner? Ich dachte gerade ganz kurz, das ist der Bot noch, aber... Gibt es auch einen NPC, der wo die Magneto-Fähigkeit verkauft? Ich glaube schon. Lol, Magneto selber, der ist hier unten bei Brawler Battleground. Da würde ich sagen, Leute, ab geht's. Ab nach Brawler fahren, wir spawnen ja auch direkt über Brawler Battleground hier. Also ich glaube, heute möchte der Fortnite-Gott, dass ich sehr gut abschneide. Allein, dass ich alle Medaillen, epischen Sieg und alles bekomme in einer Runde mit Bau und ich bin im Bau und komme mit Lost. Und wieso gehen hier 20 Leute mit nach Brawler Battleground? Ich muss einfach nur diese Fähigkeit bekommen, alles andere ist mir egal. Oh mein Gott, egal Leute, alles gut, ey. Wir hatten die Hände gehabt, Chat. Wir hatten die Hände gehabt. Ich hatte die Magnete-Handschuhe gehabt. Okay. Ich komme hinterher. Oh mein Gott, ich bin an der P. Nicht sterben, das wäre jetzt gar nicht gut. Ich habe die Münze, ich muss einfach nur auf Zeit spielen. Nein, ich verdrück mich. Bau doch einfach. 90 auf den. Crack.
Geh weg von mir. Let's go! Nächster Kill. Wir haben 7 Kills. Also haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt muss ich die Insel einnehmen. Ich brauche diese mythische Diegel. Und ich glaube, warte mal, ich muss da ganz kurz checken. Wenn ich die Diegel daraus bekomme, brauche ich nur noch den Win und dann habe ich gewonnen. Ich brauche nur den Win noch. Komm, ich kann das schaffen. Okay, wir gehen in 50er schon mal. Guter Anfang. Ja, geh weg von meiner Insel. Das ist meine. Runter da mit dir. Ich muss gerade einnehmen. Gönn mir die Diegel, mein Bester. Der nächste kommt. Gib mal weg von mir hier. Das ist meine Insel. Okay. Die machen so viel Damage, ne? Das ist so gefährlich. Egal, müssen wir uns holen. Oh Gott. Baut ist down. Da ist auch einer. Ich habe nur eine Pump. Aber der ist zum Glück los. Okay, nice. Guter Refresh. Schnell das Medaillon holen. Ich glaube, da ist noch ein anderer Gegner gewesen. Ja, perfekt. Super. Wahnsinn. Also, ey, das ist krass gerade. Zählt das in der Lobby auch, wenn ich einen Maschinisten-Skin sehe? Eigentlich ja, oder? Komm, ey, lass mich jetzt bitte einen Maschinisten-Skin finden. Bitte, bitte, bitte. Wieso spielt diesen Skin auf einmal keiner mehr? Hier Maschinisten-Skin. Hier ist auch keiner. Ey, das gibt's nicht. Also, ich überlege jetzt gerade, wo es immer eine Gottkiste gibt. Aber ich glaube, es gibt keinen festen Spawn, wo es immer Gottkisten gibt. Das Ding, wir können mal nach Reckless gehen eventuell. Das sind generell viele Kisten. Aber ich glaube nicht, dass es einen festen Ort sonst gibt. Abgesehen von den Waffenbunkern natürlich. In den Waffenbunkern sind immer mythische Kisten. So, jetzt bitte lass hier einfach einen Bot mitkommen, der den Machinisten-Skin anhat. Bitte lass mich hier einfach irgendwo eine Gottkiste finden. Hier ist gar keine Kiste im Tresor gespawnt. Oh mein Gott. Wir haben halt einfach alles außer diese doofe Kiste und diesen doofen Machinisten-Skin. Wie gesagt, es sind beides Challenges, die ich einfach nicht beeinflussen kann. Das ist das große Problem. Ich brauche nur die Insel, nur die Insel. Ich brauche die mythische Diegel, bitte. Okay? Wo ist sie? Einmal aufsammeln, einmal aufsammeln. Nee? Okay, hab sie. Das zählt. Ich kann es wieder droppen. Bin Biggie. Jetzt ist alles egal. Ich muss nur noch gewinnen ab jetzt. Ich bin entschlau und gehe Zone vor. Zack. Abfahrt. Und wir chillen jetzt. Hier unter mir fighten alle. Sollen die machen. Habe ich kein Problem mit. Ich mache einen ruhigen. Was sind noch Kronengegner drin? Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere in der Lobby noch richtig gut ist. Ich will das richtig safe. Das ist mir egal. Ich will gleich so fett Bingo schreien, dass es gar keinen Morgen mehr gibt. Obwohl, warte mal. Kleine Planänderung. Mir fällt gerade noch eine bessere Idee ein. Ich schnapp mir Lambo. Werde den komplett upgraden. Und werde damit dann einfach hunten gehen, damit die Lobby schneller vorbei ist. Weil es kann ja zeitgleich sein, dass jemand anderes von den Jungs vor mir den Win schafft und vor mir die Aufgaben fertig hat und dann einfach mich out bingoed. Und das darf nicht passieren. Nope. Da kommt mir ein BGE-Kuss. Das gibt's nicht. Wo finde ich diesen Bunsenbrenner? Ist doch kacke. Ey. Oh, Benzinkanister ist doch hier. Bin ich lost. Hab einen. Ich habe gleich wieder 7 Kills. Ich krieg die Krise. Okay, Benzinkanister haben wir auch. Das war die 9. Jetzt fehlen nur 3 Sachen. Mythische Diege, die kommt auf der Insel. Nur das weiß ich. Ich weiß nicht, von wo ich sie noch bekomme. Dafür habe ich zu wenig Spielkenntnis. Digga, die Gegner sind ja wie bei Fix in den Videos. Spaß. Das ist irgendwie ein, keine Ahnung, Drachenskin, Junge. Ich brauche einen Machinisten-Skin, bitte. Als ob keiner hier den jetzigen Battle Pass-Skin spielen möchte. Ist auch jemand. Lol. What the fuck? Nein, ey, von oben. Mann, ey, das gibt's nicht. Junge, das sind alle Skins, aber kein Machinisten-Skin. Och, Mann, ich hänge an diesen letzten 2 Aufgaben. Boah, da ist einem Auto drin. Spinnst du? Hä? Hä, was war das denn? 2 Gegner noch, bitte. Lass es mich gewinnen. Ich sehe auf der Map auch niemanden mehr, weil die keine Münzen haben, die haben keine... Ah, nix. Ich erkenne das nicht. Muss jetzt einfach nur finden, indem die irgendwo rumlaufen, wo ich sie sehe. Da oben wird was gebaut. Och, nee, sag bitte nicht, dass da oben drauf. Ich kann das gewinnen, aber ihr müsst... Oh, ich sehe einen, ich sehe einen. Okay, 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 warte. Einsteigen. Da oben läuft einer, am Eis. Ich erkenne ihn ganz genau. Ich muss da ran. Ich glaube, der ist lost. Ich glaube, der ist lost. Der ist lost, der ist lost. Ja, poppt in der Nitro. Let's go, Top 2. Komm, alle nur noch. Ein letzter noch, bitte. Die mythische Diege kriegt man nur von der Insel, ne? Kommt die Insel überhaupt noch? Die muss kommen, ne? Habe ich, glaube ich, letzte Runde komplett übersehen. Und kein Gegner hatte die. Am Ende, die ist gar nicht mehr im Spiel drin. Oh mein Gott, ich kann nicht fahren. MP, Minis. Shotgun wäre auch mal geil. Hier spawnt dann auch wirklich kein Machinisten-Skin. Ist der Skin so unbeliebt oder wie? Bitte lassen Sie mich hier einen Machinisten-Skin finden. Ist wirklich keiner spielt diesen Skin? Ja, keine Ahnung. Wir können nochmal Reckless versuchen, weil, wie gesagt, dort spawnen richtig viele Kisten. Und da muss doch eine mythische Kiste dabei sein. Das gibt's doch nicht. Eine einzige mythische Kiste.
Also langsam werde ich mir wirklich sauer. Das Ding ist, man hört die mythischen Kisten ja normalerweise auch. Das sind dann wirklich überall nur normale Kisten. Wo bist du? Komm einfach raus, bitte. Wo bist du denn? Aber den Zonen-Move gleich, die wird klein, ist gut. Er kann halt hier überall sein. Er kann in jedem Haus sitzen, hinter jedem Baum, den zu finden. Das kann halt wirklich jetzt ein Kracher werden. Kann sein, dass ich jetzt das ganze Format noch verliere, weil ich einfach den letzten Typ nicht finde. Muss ich von da drüben irgendwo rein vielleicht? Aus dem Wüstenbiom? Komm, bitte. Ich brauche nur deinen Kill, bitte. Okay, warte mal. Wir können jetzt alles abhaken. Hier von der Richtung kommt keiner mehr. Das ist gut zu wissen. Er kann nicht von rechts kommen. Er muss eigentlich von links unten kommen. Oder er ist schon in Zone irgendwo. Falls er Grand Glacier drin ist, wäre auch gut, weil er muss da rausrotieren, weil die Zone da nicht ist. Und wo ist er? So, okay, wir looten jetzt hier einfach den Ort durch. Ich meine, was bleibt ja, bleibt mir anderes übrig als den... Ist ja gut oder ist ja schlecht? Nein, ich kann es nicht mehr. Ich finde ihn nicht. Ha! Oh mein Gott! Ja! Okay, okay, okay. Achtung, ich schreie jetzt so rein. Bingo! Bingo, Jungs! Bingo! Nein. Du hast es schon? Ey, ich sag's euch ganz ehrlich, ne? Ich glaube, ich habe so krass gechoked, dieses Video, ne? Das ist so krass. Okay, also Freunde, wir sind in der Lobby. Magic hat Bingo geschrien. Ey, warst du das in der ersten Runde? Ja. Oh mein Gott, ich bin da sehr, sehr greedy reingegangen. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber ich habe dann ab dem Zeitpunkt, ich weiß nicht warum, aber ich habe echt gechoked ab dem Moment. Ich habe nicht mehr gut performt. Ich bin auch, glaube ich, letzter. Ich habe nämlich insgesamt nur 7 Items. Schwarz. Also ich bin auf der 4, ganz sicher. Dann auf dem 3. Platz haben wir den Dino-Skin. Maxi hat 13 Items gesammelt, beziehungsweise Dinge abgeschlossen. Dave auf dem 2. Platz mit 14 und Bingo hat Magic geschrieben, ist der Gewinner des Videos. GG's, clap in the chat.